Wir sind hier auf der Synode der EKD in Bremen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Christina Austerau. Sie ist die Präsidentin des Deutschen Evangelischen Kirchentags 2017. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Frau Austerau, vor uns liegt das Reformationsjubiläum 2017. Für viele Menschen spielt aber die Religion eine immer kleiner werdende Rolle. Was denken Sie, kann das Reformationsjubiläum dazu beitragen, das zu ändern? Ach, ich weiß gar nicht, ob das das erste Ziel ist des Reformationsjubiläums, die Menschen quasi zu bekehren. Aber ich glaube, was es beitragen kann, ist, die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Über die Rolle der Religion auch in ihrem Leben, aber auch über die Rolle der Fragen, die sie bewegt, ob die jetzt religiös gefasst sind oder nicht. Was ja am Anfang stand, ist Martin Luther, den die Frage umtrieb, wie kriege ich einen gnädigen Gott und was sind die Mittel dazu und was sind keine Mittel dazu? Was sind die Fragen, die uns umtreiben, mit denen wir ringen abends, wenn wir nicht einschlafen können? Und wenn wir da Menschen anstecken können, sich diesen Fragen zu stellen und sich darüber vielleicht zu unterhalten mit anderen. Ich glaube, das wäre schon ganz viel erreicht. Sie selbst sind reformiert. Was verbinden Sie mit dem Reformationsjubiläum? Mittlerweile verbinde ich auch ich erstmal Martin Luther mit dem Reformationsjubiläum. Aber natürlich kommt dann gleich. Und es war auch noch Zwingli in Zürich und zwar Jean Calvin in Genf. Aber eigentlich steht das Reformationsjubiläum als Symbol für eine ganze Bewegung, die vor 1517 schon angefangen hat und weit nachher noch weiter bis heute die Menschen und die Kirchen bewegt. Etwas ist in Gang gekommen, das drüber nachdenken, das miteinander ringen, das neue Bibel lesen, das neu sich eine Beziehung zu Gott stellen. Das ist, hoffentlich sind wir da immer noch dran. Was wird den Kirchentag 2017 von den anderen Kirchentagen unterscheiden und was sind die planerischen Herausforderungen? Also was den Kirchentagsbesucherinnen und Besuchern als erstes auffallen wird, ist, dass der Schlussgottesdienst nicht in Berlin, wie der Rest des Kirchentags stattfindet, sondern in Wittenberg. Und dass es Outposts, also so eigenständige andere Kirchentage auf dem Weg gibt in den Städten rundherum, die auf dem Weg sind zu Wittenberg. Aber ansonsten ist der Kirchentag in Berlin und Wittenberg wird ein wunderbarer, farbiger, bunter, lebendiger Kirchentag sein, der sich da und dort ein bisschen mehr mit Reformation beschäftigt als die anderen, aber genauso politisch, fröhlich, musisch, gemeinschaftlich ist wie alle anderen Kirchentage. Noch eine letzte Frage. Welche Impulse kann der Kirchentag für die Zeit nach dem Reformationsjubiläum setzen? Wir werden uns auf dem Kirchentag mit den großen Herausforderungen auseinandersetzen, die wir heute haben, also Flüchtlinge, Europa, Krieg und Frieden. Und wenn auf dem Kirchentag Menschen miteinander ins Gespräch kommen und sich zuhören, weil es eine andere Plattform ist als vielleicht eine nur politische Plattform oder nur mediale Plattform. Und wenn sie dann in diesem Umfeld und in diesem Gespräch auf Ideen oder auf motivierter werden, engagierter oder kreativer werden. Ich glaube, dass von den Kirchentagen, weil es eine andere Art des Zusammenkommens ist, unter anderen Voraussetzungen, dass da der Geist weht, der Geist, der Neues möglich macht, was dann auch in die Gesellschaft und die Politik hineinwirkt nachher. Herzlichen Dank für das Gespräch.